das letzte Mal bei Dead Space. Ach ja. Du, Gustav, du. Warnung. Thermodynamische Reinigungsgeräte defekt. Jetzt hat's mich aber ja. Die Entgiftung ist vollständig. Alle Wesen sind weg. Und nun gilt es noch, Leviathan zu besiegen. Es ist der Endkampf aus Kapitel 6. Wird er erfolgreich sein? Wie einfach wird es? Oder wird es hammermäßig schwer? Na, direkt nach dem Intro geht's schon los. Also, auf geht's! Sind wir wieder hier. Hier ist ein Shop. Hier ist ein Shop. So. Jetzt Vorbereitungen treffen für den Kampf. Ich nehme mal das mit. Wie sieht es? Ich muss auch Medipack. Ich nehme wenigstens das Medipack noch mit, weil der Kampf wird wahrscheinlich anders werden, als ich es gewohnt bin. Ich hoffe, das reicht. Speichern wir noch ab. Und dann werden wir sehen, was passiert. Oh, jetzt soll ich ins Lebensmittellager und zu Leviathan. Also eigentlich wirklich mal der erste größere Bossgegner. Kontamination im Lebensmittellager registriert. Schleuse geöffnet. Mist! Die Schleuse ist offen, aber der Leviathan ist zu stark. Er hat sich im Lebensmittellager festgekrallt. Wir brauchen mehr Enzym. Wir haben keine Zeit. Ich gehe rein. Vielleicht kann ich ihn losschneiden. Der Leviathan hat eine Masse von 10 Kilotonnen. Muss ich Ihnen noch sagen, dass das eine schlechte Idee ist? Tja, ich habe keine guten Ideen mehr. Was bleibt wohl noch? Auf geht's. Schwerelosigkeit aktiviert. Nachladen, so, wieder warten. Bewegen, 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 bewegen. Das hat noch nicht gepasst. Toxische Gefahr registriert. Jetzt auch noch das. Nein, er stößt alle seine Gasreserven auf. Er ist fast am Ende. Isaac, erledigen Sie. Ah.
Nein, nein. Okay. Also ich bin stolz, dass ich das direkt im ersten Versuch geschafft habe. Das ist schon... Schwerelosigkeit deaktiviert. Die Luftqualität steigt. Aber hier und da gibt es noch Gasblasen. Hier und da geht in Ordnung. Hören Sie, Jacob, mein Jacob, zuletzt war er auf dem Abbaudeck mit den anderen Überlebenden. Er sagte, sie bauen dort einen SOS-Sender. Ist er fertig? Er ist wohl fast fertig. Ich habe aber nichts mehr von ihm gehört. Schon länger nicht. Ich kann jetzt noch nicht weg. Ich muss sicherstellen, dass die Luft ungefährlich ist. Aber wenn Sie diesen SOS-Sender finden, rufen Sie Hilfe. Mach ich. Abbaudeck. Okay, verstanden. Und wenn ich Jacob treffe? Sagen Sie ihm, ich finde ihn. Ich will ihn nur wiedersehen. Ein SOS-Sender. Jemand hat alle anderen über Bord geworfen. Isaac, es gibt eine Abkürzung zum Abbaudeck in der Nähe von Cross Arbeitsplatz. Ich werde sie öffnen. Donnerwetter, wir könnten tatsächlich aus diesem Albtraum entkommen. Das war Kapitel 6. Also kurz gesagt, Halbzeit erreicht. Hoffen wir immer noch ein bisschen was an Munition. Dass wir davon wieder was haben. Jetzt habe ich ja noch von den anderen ein kleines bisschen was. Ich werde jetzt wahrscheinlich mal eins machen. Die Waffe hier ins Lager verschieben und das hier verkaufen. Ich wirklich nur mit diesen vier Waffen arbeite. Sollte ich, denke ich, mal gut zurechtkommen. Dann werden wir mal speichern. Das war Leviathan im Schwierigkeitsgrad schwer. Jetzt nochmal ein kleiner Vergleich zum Original aus 2008. In dem Original konnte man nicht so schweben, dort musste man von Wand zu Wand springen. Dort habe ich einige Versuche gebraucht, um den Leviathan zu besiegen. Hier direkt beim ersten Versuch. Also aus meiner Sicht war es hier einfacher. Was meint ihr dazu? Hattet ihr Probleme, den zu besiegen? Oder ging es euch auch einfach locker, flockig von der Hand? So, Kapitel 6 beendet. Die Hälfte des Spiels ist durch. Und das nächste Mal geht's dann mit dem Kapitel 7 weiter. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Bis dahin, mögen die Hörner stets nach oben ragen.